Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Star Wars Knights of the Old Republic mit eurem Ben. Und wie ihr seht, habe ich zwischen den Folgen Mission rangeholt, da die Gruppenauswahl hier unten verboten ist, muss ich dafür extra bis zu Evan Hawk zurücklatschen. Naja, aber was tut man nicht alles? Ich habe hier in meinen Notizen stehen, dass wir sie für ein paar Kommentare begeistern können. Deshalb habe ich sie eben rangeholt. Und was ich noch gemacht habe... Tada! Das ist ein weiterer Schild aus der Repulsor-Schild-Mod. Und den hätten wir normalerweise von den Mandalorianern auf Dantooine bekommen. Aber da ich so viele Mandalorianer-Mods drin habe, hat das irgendwie nicht geklappt. Das hätte im Loot sein müssen. Jetzt habe ich es, da wir Julies Kleidung vor ein paar Folgen auch über den KOTOR Safe Game Editor reingeholt haben, habe ich mir gedacht, mache ich das mit dem Mandalorianer-Schild auch gerade. Das ist der zweite von drei Schilden, die man finden kann. Und ich zeige euch mal kurz die Unterschiede. Also hier ist der Mandalorianische Schild. Und der hat ne, Verteidigungsbonus 3, 15 gegen durchbohren, schlagend und niederschmettern, die drei Schadensarten. Rettungswürfe universell plus 1, Pflasterreflexion plus 3 und Stärke plus 2. Und der Wächter der Republik, den wir sonst haben, der hat eigentlich die gleichen Werte, mit Ausnahme der Steigerung. Der bringt Verfassung plus 2 anstatt Stärke plus 2. Und ich finde die Schilde nach wie vor nicht übertrieben stark. Sondern, ja, schon angemessen sind halt ein neues Item für eine neue Taktik des Kampfes sozusagen. Ich finde es ganz gut. 19 bis 20, ist der Schild möglicherweise schärfer als der andere? Nö, der ist genauso scharf. Und dann lese ich natürlich noch den Text vor, den ich übersetzt habe ins Deutsche. Dieses antike Schild wurde in vergangenen Generationen von vielen Mandalorianern geführt. Es war gerüchteweise einer der Gründe, warum die Mandalorianer so erfolgreiche Krieger waren. Indem es auf Schildtechnologie zurückgreift, schwebt es über dem Arm des Trägers und bietet, da fehlt wieder ein Leerzeichen, Entschuldigung, und bietet Schutz, wo er schnell gebraucht wird. Neue Schildtechnologie hat solche Gegenstände zu Relikten gemacht und viele halten sie für nutzlos. Oh, und da habe ich noch einen Teil von dem englischen Originaltext nicht gelöscht. Also, meine Übersetzung ist noch nicht perfekt, aber die imperfekte, könnt ihr die schon runterladen? Auf jeden Fall werde ich die Übersetzung perfektionieren für euch und dass ihr sie dann runterladen könnt. So, und jetzt laufen wir mit dem Schild rum, weil es ist ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr Stärke haben, stelle ich mir vor. Damit kommt die Stärke auf 18, das ist schon ganz ordentlich. Dann haben wir plus 4. Dann machen wir jetzt auch hoffentlich ordentlich Dreck damit. Mehr Schaden, aber auch eine höhere Trefferchance, das ist ganz gut. Ja, also im Vergleich jetzt gar nicht mal mehr so schlecht. Dafür, dass wir zweihändigen Kampf machen und so. So, wunderbar. Ansonsten sind wir an der gleichen Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und, ja, schauen wir doch mal weiter. Ich könnte in der Zwischenzeit ein paar Bestien erlegt haben, auf dem Weg hin und zurück, aber das ist nicht weiter erwähnenswert. So, wo geht's denn überhaupt lang auf der Karte? Hier gibt's so furchtbar viele verschlungene Wege. Das da hinten sieht nach einer Sackgasse aus. Hier sind die toten Wookies, die kennen wir noch. Die haben ein paar Mandalorianer auch platt gemacht. Und das hier... ein leeres Nest. Hm. Na gut. Dann können wir jetzt im Prinzip ums Eck gehen. Oder sollen wir da hinten rum? Da unten ist was. Computer. Ja, ja. Gut, das heißt, da unten ist wahrscheinlich der Punkt, den wir suchen. Eigentlich. Ja? Aber ich laufe erstmal hier oben rum. Mal sehen, was wir noch entdecken können.
Da kommen wir her. Das hier ist ein neuer Weg. Da hinten ist wieder ein Kinref. Es kann sein, dass wir zwischendurch einen Kinref-Leichnam schon aufgeschnappt haben. So gelootet von Kinref. Aber stellt euch vor, es wäre einfach von dem Kinref gewesen. Von dem hier zum Beispiel. Oh, was ist das denn? Eine Kinref-Leiche. Hier, Viper Kinref-Leiche. Sieh an. Die noch warme Leiche einer außergewöhnlich großen Viper Kinref. Stellt euch einfach vor, wie hätten wir hier gerade. Oh, wir bekommen noch eine. Da hätte ich mir das ja schenken können. Egal. Ist auch recht. Da hinten läuft wieder ein Tech rum. Was ist denn jetzt los? Naja, passt schon. Ich glaube, das Kätzchen, eins der beiden Kätzchen, die hier auf meiner Schoß schlafen gerade, hat im Schlaf geschnurrt. Ich glaube, ich muss auch mal ein Video von meinen Katzen online stellen. Das bringt sowieso Klicks ohne Ende, wenn man Katzenvideos macht. Und auf der anderen Seite, die sind erstens mega niedlich und eine andere guckt immer mit mir die Gronkh-Videos an. Das alleine ist schon ein Grund. Das sind richtige Let's Player-Katzen. So, jetzt zurück zum Thema. Kinref. Noch eine Kinref-Leiche? Ja, wunderbar. Möglicherweise fragt ihr euch, wofür wir die Dinger brauchen. Das kommt alles noch ans Licht. Was ist das denn wieder für ein Punkt? Ach, da hinten ist Freya. Ja, das ist ja schön. Vielleicht sollten wir uns den erstmal vorknöpfen. Eine Ritualmarkierung haben wir hier gefunden. Du siehst einige uralte und mit den Jahren verwitterte Symbole. Moos und Staub lassen vermuten, dass seit vielen Jahren niemand mehr hier war. Du bist großzügig, erscheint die Bestie, wenn du sie rufst. Bist du würdig und weise, kämpft sie gegen dich. Bist du furchtlos und tapfer, ist dir der Ruhm sicher. Wir müssen also großzügig sein, würdig, weise und tapfer. Wenn du die Bestie fütterst, folgt sie deinem Ruf. Hole Vipern aus ihrem Nest und hänge sie auf. Ihr Blut soll den Boden unserer Vorfahren tränken. Dies war offensichtlich ein Ort mit großer ritueller Bedeutung. So, das war also die Inschrift, die ich da gerade vorgelesen habe. Wir können hier Viper Kinref Leichen opfern. Aber hier liegt ein toter Wookie rum. Der hat das wohl versucht, war aber nicht würdig. Im Prinzip schon, aber vorher reden wir oben noch mit Freya. So, das Wurzelwerk von Kashyyyk. Da hinten sind noch ein paar Vipers. Ein paar Kinref. Aber sonst wahrscheinlich nichts. Gibt's denn hier hinten noch? Nichts. Also manchmal frage ich mich, wie die Karte hier designt haben. Gibt's einfach mal nichts hier. Hallo, Freya. Wenn das nicht mal ein Wookie-König ist, den wir hier entdeckt haben. Ich finde die Schwerter sehr cool designt von denen. Schade, dass wir solche nicht bekommen. Okay. Noch mehr Tscherker-Ratten. Ist nicht einmal Kashyyyks Herz vor euch sicher? Er ist verwildert. Reiß dich zusammen, Freya. Wir sind Freunde. Erkennst du mich nicht?
Nach Jahren hier unten weiß ich nur, dass man Fremdlingen nicht trauen kann. Ich werde dich töten. Tja, das könnte schwierig werden. Neuer Tagebucheintrag. Wo ist er denn? Hier, einhäuptige Not. Du hast den Wookie, den du für Chuna töten sollst, gefunden. Er ist völlig verwildert und aggressiv. Du musst ihn besiegen, damit er sich beruhigt. Ja. Nicht, dass wir den hier wirklich noch töten. Das wäre mir nicht so lieb. Ich versuche mal... Oh Gott. Wo kommt denn das Gift jetzt her? Wo? Wie hat er das? Naja, gut. Würde ich sagen, erstmal ein Boost für die Gruppe Rittertapferkeit, dann Machtschild von Julie. Dann können wir versuchen, für ihr zu betäuben. Mission kann einfach mal ein paar kritische Treffer setzen. Und wir können nochmal versuchen, den guten Flieger leben zu lassen. Ah, guck mal. Das hat funktioniert. Ausgezeichnet. Jetzt kann er nichts machen. Und jetzt geben wir ihm ein paar Ohrfeigen, damit er wieder zu sich kommt. Mit dem Laserschwert ist das vielleicht keine so gute Idee eigentlich. Ich bin besiegt. Nimm meinen Kopf, Chaka Bastard. Du hast nur diese Chance. So wahr ich Freer von Kashyyyk bin. Aber das ging doch mal spielend leicht, oder? Da kann man mal sehen, was eine gute Kampftaktik ausmacht. Ich bin nicht hier, um euch zu vernichten. Hört zu. Die Worte der Fremdlinge sind voller Lügen. Du kannst mich nicht überzeugen. Wie bitte? Hast du mal meinen Charisma-Wert angeguckt? Ich kann alle überzeugen. Was wisst ihr über Zalba und Chunda? Was? Das sind meine Söhne. Aber ich habe sie verloren. Deine ist verbannt und der andere ein Verräter. Moment. Zalba und Chunda sind Brüder? Und du bist ihr Vater? Warte mal. Heißt das etwa, dass Big Z so eine Art Prinz ist? Warum sprichst du von meinen Söhnen? Woher weißt du von ihnen? Sag es mir. Und ja, Mission, ich glaube, Zalba ist tatsächlich ein Wookiee-Prinz. Hast aber lange auf der Leitung gestanden, bis du das verstanden hast. Tja, ich bin Ben Stormrider und ich bin mit Zalba nach Kashyyyk gekommen. Er steht bei mir in einer Lebensschuld. Zu meiner Schande wurde Zalba verbannt und versklavt. Bist du der Besitzer meines Sohnes, Fremdling? Nein, er folgt mir wegen seiner Lebensschuld. Ist das wahr? Dann scheint er dich zu achten. Ich höre dir zu. Vorsicht! Meine Leichtgläubigkeit hat mir schon einmal geschadet. Hätte ich Chundas Lügen erkannt, wäre er als Sklaventreiber entlarvt worden und ich hätte Zalba nicht verbannt. Was? Davon hat mir Big Z nie was erzählt. Ich wusste ja nicht mal, dass er aus einer königlichen Familie kommt. Ich glaubte Zalba nicht. Ich hörte nur auf die Worte des Älteren. So will es die Tradition. Ich war blind aus Scham über seine Tat. Eine Tradition, die besagt, dass der Ältere von den Brüdern immer die Wahrheit sagt. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Tut mir ja leid. So respektvoll, wie ich der Wookiee-Kultur gegenüberstehe, aber das ist wirklich dämlich. Naja, selber schuld. Wie man so schön sagt. Also erklärt mir genau, was mit Zalba geschah. Zalba hatte herausgefunden, dass Chunda mit der Chaka Corporation kooperierte und sie zu unseren Jägern führte. Chunda erklärte ihr Verschwinden mit den Gefahren in den Schattenlanden. Zalba verlor die Nerven, als er seine Lügen erkannte. Er hat Chunda mit seinen Klauen angegriffen. Ich hielt ihn für verrückt und verbannte ihn, wie es die Tradition gebot. Und Zalba wurde deswegen ins Exil geschickt.
Wann habt ihr die Wahrheit erfahren? Ein Jahr später. Chunda verbreitete Lügen über meinen angeblichen Wahnsinn. Plötzlich hatte ich keine Verbündeten mehr. Er und seine Leibwächter griffen mich an. Sie verfolgten mich bis in die Tiefen der Schattenlande. Damals habe ich ihn kennengelernt. Ich half ihm, seine Verfolger abzuschütteln. Erinnerst du dich jetzt, Freie? Ja, ich denke schon. Ich bereue, was ich getan habe. Es ist lange her, dass ich jemandem vertrauen konnte. Oder eher mir. Na ja gut, zurück zu meinen anderen Fragen. Ich werde antworten, aber ich habe auch eine Bitte. Warum will Chunda euch jetzt tot sehen? Wenn Zalba zurückkehrt, erkennt mein Volk vielleicht, dass Chunda die ganze Zeit gelogen hat. Chunda bezeichnet sich als Führer, der sich trotz aller Tragödien in seiner Familie durchgesetzt hat. Wenn jemand erfährt, dass er mit den Sklavenhändlern kooperiert, wäre er entehrt. Ich frage mich... Also gut, was machen wir denn jetzt? Das hängt von dir ab, Ben Stormrider. Töte mich. Oder lass mich meinem Volk noch von Nutzen sein. Ich soll das entscheiden? Ich könnte Chunda herausfordern, aber es wäre unmöglich, seine Gefolgschaft von seinen Lügen zu überzeugen. Wie? Alle sind auf seiner Seite. Er hat ein dichtes Lügennetz gesponnen. Aber wenn ich an unsere Traditionen appelliere, finde ich vielleicht Verbündete. Es gibt eine Legende über einen großen Krieger aus alten Zeiten. Er heißt Bakka und wird sehr verehrt. Bakka fand ein abgestürztes Raumschiff, das erste Zeichen für fremdes Leben. Der vorsichtige alte Wookie fürchtete eine Invasion. Er schmiedete aus den Wrackteilen eine Vibroklinge. Sie symbolisierte lange Jahre unsere Unabhängigkeit. Nur unsere wahren Führer hielten sie in ihren Händen. Tja, aber wo könnten wir diese Klinge finden? Das ist das Problem. Sie ist seit Jahrhunderten das Symbol des Königs. Aber vor vielen Jahren wurde sie in einem rituellen Kampf zerstört. Orthorar kämpfte damals in den Schattenlanden gegen ein Ungeheuer. Er suchte die Herausforderung, doch die Bestie war zu stark. Er überlebte, doch die Klinge des Schwertes blieb in der Haut der Kreatur. Der Sage nach verloren wir das Schwert, wenn wir nicht länger würdig waren. Der Griff ist bis heute im Besitz des Königs, Chunda. Wir müssen die Klinge finden, Ben Stormrider, um ihn vom Thron zu stoßen. Nun gut, beschreib die Kreatur. Wo kann ich sie finden? Viele haben versucht, die Bestie zu töten, aber nur wenige haben sie gesehen und überlebt. Natürlich hat es bisher niemand geschafft, die Bestie zu töten. Vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, kam ein Jedi, um Jagd auf die Kreatur zu machen. Ein stolzer und überheblicher junger Mann. Wie viele andere vor ihm, kam er nicht zurück. Das ist es klug. Es erscheint nicht, wenn wir mit großer Gruppe auftauchen. Aber wenn wir in kleinen Gruppen zusammenkommen, könnten wir es überlisten. Frisches Blut lockt es an. Bevor Chunda das Ritual untersagte, wurden frische Opfer häufig im Süden dieses Gebietes hinterlassen. Und ihr meint noch? Oh Gott, nee, das ist unhöflich. Ich werde versuchen, es zu finden. Könnt ihr mir helfen? Es gibt einen Zeremonienplatz im Süden. Wenn man das Ungeheuer aus seinem Versteck locken will, muss es dort geschehen, auf traditionelle Art. Ihr habt bereits einen Viper, Kinrath. Das sollte ein verlockender Köder für die Bestie sein. Ihr müsst sie nur darauf aufmerksam machen.
Ich bleibe hier und überlege, was ich zahlbar sagen werde. Ich habe ihm Unrecht getan. Hoffentlich vergibt er mir. Ich bleibe hier. Finde die Klinge von Bakkas Schwert, Ben Stormrider. Ich muss einiges wieder gut machen. Und ein neuer Tagebucheintrag. Mit eben dieser Mission, denke ich, wird es sein. Zalbas Vater Freyr hat dich gebeten, nach Bakkas Klinge zu suchen. Bakka hatte die Klinge einst bei einer rituellen Jagd im Hort des Ungeheuers verloren. Du hast eine Viper Kenrith gefunden, wenn das kein Köder ist. Das rituelle Jagdgebiet beginnt südlich von Freyr. Ja, und also ein Schwert, das einen zum König machen kann, das alles ist doch stark an die Artus-Sage angelegt, muss ich mal sagen. Aber das ist Star Wars generell auch. Tatsächlich. Mit dem Auserwählten und so, ne? Da gibt's Theorien hier, wenn Luke das Schwert aus dem Eis zieht mit der Macht, das ist dann auch das Schwert aus dem Stein und wir müssen es jetzt, naja, aus einem Monster ziehen gleich. War die Stelle mit dem Ritual nicht hier irgendwo? Nee, weiter im Süden noch. Naja, gut. Jedenfalls, ist ja auch Episode 7, der neue Film, sehr Artus-artig. Auch mit dem Schwertdesign, mit dem neuen, von dem Schurken aus dem Film. Ja, gut. Okay, also, dann war es das für diese Folge. Wir haben schon wieder die 20 Minuten geknackt. Und in der nächsten Folge bekämpfen wir ein Monster und ziehen die heilige Wookie-Klinge, Bakkas Klinge, aus seiner Haut. Bis dahin, euer Ben Stormrider. Tschüss.